du schon mal etwas vom Gesetz der Anziehung gehört? Interessierst du dich vielleicht dafür? Hast vielleicht schon The Secret gesehen? Oder möchtest jetzt einfach mehr darüber erfahren? Mein Name ist Simone Janiga, ich bin Liebescoach, Podcasterin und Autorin und kann dir ganz viel zum Thema Gesetz der Anziehung erzählen. Das Gesetz der Anziehung besagt, Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn du also beispielsweise einen erfolgreichen Mann kennenlernen willst, solltest du selber erfolgreich sein, damit du in diesem Mann auch ein gleiches Gegenstück sehen kannst. Also ganz wichtig, Gleiches zieht Gleiches an. Immer wenn du negativ bist, wirst du noch mehr Negatives in dein Leben ziehen. Sprich, wenn du denkst, heute ist mein Pechstag, wird immer mehr Pech folgen. Immer mehr und immer mehr und immer mehr Pech. Und du denkst dir dann jedes Mal aufs Neue, oh mein Gott, das ist ja wirklich mein Pechstag und jetzt schon passiert schon wieder das Nächste. Beim Gesetz der Anziehung ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass du immer maßgeblich dafür verantwortlich bist, was im Außen passiert. Du kreierst mit deinen Gedanken deine Welt. Und das hört sich im ersten Moment erstmal so, oh mein Gott, was ist das denn? Hört sich das immer so an. Aber es ist real, es ist die Wahrheit. Du entscheidest, wenn du beispielsweise einen Pechtag hast, wie er weitergeht und ob du diesen Pechtag mit noch mehr Pechereignissen fütterst oder ob du sagst, Cut, ich mache jetzt hier Stopp. Und jetzt geht's positiv weiter und jetzt kommt das Glück. Du entscheidest das letztendlich jeden Tag. Und beim Gesetz der Anziehung ist wirklich wichtig, dass dir immer wieder vom Universum ein Spiegel vorgehalten wird. In jeder Aktion, die du treibst, in immer was du machst, das Außen ist immer nur ein Spiegel deiner Innenwelt. Wenn du also Freunde hast beispielsweise, die dich anlügen, die nicht gut zu dir sind, die dich ausnutzen, dann solltest du dich selber fragen, was in mir ist vielleicht... Ja, irgendwie so dieser Anteil, der auch vielleicht mal lügt oder der vielleicht auch nicht immer ganz ehrlich zu meinen Freunden ist oder. Du kreierst dir nämlich deine Wahrheit und du umgibst dich mit den Menschen, die auf derselben Ebene schwingen wie du. Sprich, wenn du ein richtig fröhlicher Mensch bist, total positiv, schau in einem Freundeskreis dieser Menschen und du wirst auch positive, glückliche Menschen sehen. Wenn du beispielsweise sehr wohlhabend bist, dann wird dein Freundeskreis womöglich auch sehr wohlhabend sein. Man bewegt sich irgendwie immer in gleichen Kreisen und man sucht sich auch immer ja, so ähnliche Freunde. Und das ist etwas, was mit dem Gesetz der Anziehung zu tun hat. Du strahlst unterbewusst, du merkst es nicht, permanent aus, was du wirklich im Innen empfindest. Du strahlst aus, was du für Werte hast, wie es dir geht, welche Eigenschaften du besitzt. Das strahlst du immer und immer und immer permanent in die Außenwelt aus. Das ist das, wenn du zum Beispiel Menschen begegnest und sofort weißt, mit dem könnte ich mich super verstehen und mit dem eher weniger. Du fühlst dich zu Menschen hingezogen oder auch eben nicht. Und das liegt am Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an. Du verstehst dich eher mit Menschen, die auf einer Frequenz schwingen wie du, sagt man auch. Und wichtig ist, wenn du beispielsweise aktuell nicht zufrieden mit deinem Leben bist, wenn du beispielsweise, ich bin ja Liebescoach, immer nur Partner anziehst, die total negativ sind, du das aber gar nicht mehr willst, dann solltest du nicht versuchen, im Außen weiter zu suchen und zu suchen und zu suchen, wo du noch irgendwie neue Männer kennenlernen kannst oder andere neue Männer kennenlernen kannst, sondern du solltest erstmal reflektieren, was in dir hat noch keine Heilung gefunden. Wenn du beispielsweise immer Männer anziehst, die sich nicht binden wollen, dann frage dich ernsthaft, bist du bereit, dich zu binden? Hast du vergangene Wunden bereits geheilt? Hast du vielleicht ja deinen Ex-Partner abgehackt oder eben noch nicht? Schau da wirklich ehrlich auf dich drauf. Und das ist nämlich die richtige Herangehensweise, um letztendlich neue Sachen in sein Leben zu ziehen. Nämlich das Gesetz der Anziehung auch richtig anzuwenden. Zu bemerken, bewusst zu bemerken, was habe ich aktuell in meiner Welt kreiert und wo bin ich noch nicht zufrieden und was muss ich dann ändern in mir, nämlich nicht im Außen, um etwas anderes anzuziehen. Und wenn du beispielsweise deine Muster änderst, in dir aufräumst innen drin, dann wirst du auch im Außen ganz andere Menschen kennenlernen. Andere potenzielle Partner daten, da bin ich mir sehr sicher, weil das mein täglicher Job ist.
Also im Gesetz der Anziehung gibt es wirklich nur ein paar Punkte, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und zwar, Gleiches zieht Gleiches an, weil du auf einer Ebene schwingst. Du hast eine ganz eigene Frequenz und du ziehst die Menschen an, die letztendlich die gleiche Frequenz haben wie du. Also ist zweitens die Außenwelt immer nur ein Spiegel deiner Innenwelt. Wenn du also irgendwie nicht ganz zufrieden bist in deinem Leben, solltest du dich drittens fragen, was in dir noch nicht ganz geheilt ist, wo vielleicht Heilungsbedarf besteht und ja, daran dann wirklich letztendlich arbeiten, damit du viertens auch etwas anderes in dein Leben ziehen kannst, was du letztendlich vielleicht auch möchtest. Also, ganz wichtig, du hast dein Leben in der Hand. Du entscheidest mit der Macht deiner Gedanken, woran du glauben möchtest, woran du nicht glauben möchtest. Du kannst bewusst deine Gedanken steuern und sehen, okay, was habe ich jetzt in dem Moment gedacht? Das war, glaube ich, nicht ganz richtig. Ich sollte vielleicht anders denken, damit ich auch wieder was anderes in mein Leben ziehen kann. Es ist ein wirklich langer Prozess teilweise, um sich zu verändern, aber es lohnt sich absolut. Denn wenn du zum Beispiel davon überzeugt bist, oh, ich bin irgendwie so ein Opfer, alle betrügen mich nur, hast du womöglich auch einen Freundeskreis, der sich da immer auch so tummelt. Ne? Viele Freundinnen, die auch Single sind, viele, die auch irgendwie betrogen worden sind und dann redet man da gegenseitig so und denkt sich, ach ja, es läuft ja alles schlecht. Ne? Man umgibt sich dann in denselben Kreisen und dann ist es ein großer Trauerkloß. Aber wenn du dann aktiv an dir arbeitest, merkst du auf einmal mit deinen Gedanken, wie die auf einmal zu dir sagen, hey, das ist nicht richtig, hör da nicht hin, du hast, ne, das passt nicht. Und dann kannst du aktiv dich da rausziehen und vielleicht auch zu deinen Freundinnen sagen, hey, ich glaube das nicht mehr, ich glaube, ich habe eine Chance auf die Liebe beispielsweise. Kannst dich dann aktiv rausziehen, schwingst auf einer anderen Ebene. Kann natürlich dann passieren, dass du die ein oder andere Freundin verlierst, die sich denkt, boah, was ist denn jetzt mit der los? Aber dafür wirst du natürlich wieder andere Menschen in dein Leben ziehen. Die vielleicht auch denken, hey, ich bin auch Single, aber ich habe richtig Lust, irgendwie, ja, positiv Männer zu daten, dann gehst du mit der los und versuchst es dann mit der. Also unsere Umgebung zeigt uns auch immer ein Stück weit, was in uns noch heilen darf. Das ist auch immer ein großes Wachstumspotenzial, was du da entdecken kannst, in dir und in den anderen. Und deswegen solltest du das Gesetz der Anziehung auf jeden Fall ernst nehmen und auch versuchen, daran zu arbeiten, um natürlich am liebsten das Liebesthema zu lösen. Und wenn du noch nicht weißt, wie, wenn du schon irgendwie versucht hast, da aktiv deine Gedanken zu steuern, es wurde irgendwie nichts, oder wenn du merkst, hey, ich möchte das irgendwie lernen, ich möchte dieses Gesetz der Anziehung irgendwie anwenden können, weil aus meiner Erfahrung natürlich Bücher schön und gut sind, aber die Anwendung ist immer so, ups, ein bisschen holprig, dann melde dich gerne bei mir. Link ist in der Beschreibung, einfach anklicken, Gespräch mit mir vereinbaren und wir schauen gemeinsam, wie ich dir im Thema Liebe vielleicht auch helfen kann, damit du eine andere Sorte Mann in dein Leben ziehen kannst. Und ja, mir ist es wirklich wichtig, an allerletzter Stelle jetzt noch zu sagen, dass du wirklich mächtig bist. Du und deine Gedanken, ja, das ist wirklich entscheidend dafür, was du letztendlich erreichst. Und setz dir keine Grenzen mehr, lerne das Gesetz der Anziehung richtig anzuwenden und du wirst sehen, was sich alles in deinem Leben verändert. Und sehe dich als potenzieller Erschaffer deines Lebens und schau wirklich, was du als nächstes erschaffen willst in deinem Leben. Und das ist immer ein stetiger Prozess. Du wirst immer neue Baustellen finden, aber tolle Baustellen, dann freu dich auf den Weg dahin. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anwenden. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir. Ich freue mich natürlich immer über Daumen hoch, über einen Kommentar oder sogar über das Teilen oder Abonnieren meines Kanals, damit der noch weiter wachsen darf. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag.